Freunde, begrüßen Sie mit mir die beiden Mannschaften des Rettungsdienstes, vom ESC Rennelhausen und den ersten FC Köln. Ja! Ja! Da will ich einen Tag wieder nicht arbeiten, direkt brennt es wieder in der Bühne. Ja, da mache ich dir ohne dich nicht gar nicht. Ah, push mal ist sogar heute. Ja! Komm! Ja!
Ich denke, wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen über 90 Minuten von zwei Mannschaften, die mit Sicherheit um die Meisterschaft in der Landesliga Gruppe 3 mitspielen werden. Wir werden definitiv nicht ganz so viele Mannschaften punkten. Ich denke auch, dass das Unentschieden im Großen und Ganzen in Ordnung geht. Man muss das vielleicht so zusammenfassen, dass hier ein paar gute Chancen auf Seiten der Buchholder waren und wir aber auch ein paar wirklich sehr gute Chancen haben, wo die Spieler, wir haben ja jetzt eine sehr junge Mannschaft, im Durchschnittsalter von 23, wo einfach die Abgeklärtheit gefehlt hat. Wir hatten auch nicht so die Ruhe am Ball, aber das ist eben, muss man sagen, auch eine klasse Mannschaft hier Buchholder und die sind gut drauf und dann muss man am Schluss eben auch mit dem Unentschieden zufrieden sein, wobei in der einen oder anderen Situation hatten wir wirklich auch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Man muss aber auch fair und halber sagen, Robert natürlich auch. Ich würde sogar mal sagen, dass wir vielleicht die etwas klareren Chancen hatten, bis auf die erste, die da in der ersten Halbzeit war. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Mannschaft zufrieden. Die hat auch voll gekämpft und hat gut gegengehalten. Und Robert hat halt tolle Spieler, kann man auch nicht über 90 Minuten dominieren. Und insofern bin ich zufrieden. Wir sind jetzt 23, 24 Spiele umgeschlagen. Auch schon mal was in Rellinghausen und insofern sind wir ganz froh. Ich denke mal, wir werden auch jetzt mal ein paar Dreier holen demnächst, weil auch noch ein paar Jungs dazukommen, die heute fehlten. Und dann bin ich ganz zuversichtlich und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Vielen Dank. Ja, ich denke, der Wille war durchaus erkennbar heute den zahlreich erschienenen Bocholter Fans einen Sieg zu präsentieren und dafür müssen wir natürlich als erstes bedanken für die Resonanz und ein Stück weit weg dann entschuldigen, dass mit dem Dreier nicht ganz funktioniert hat, aber man sieht auch über 90 Minuten kann das noch nicht unser Anspruch sein, so zu spielen, dass die Mannschaft sich auch finden und entwickeln muss, wenn da Spieler reingekommen sind, die vielleicht noch die eine oder andere Trainingswoche mehr benötigen auch, damit noch gezielteres Passspiel möglich ist. Manche wollten es nachher auch erzwingen und standen sich ein bisschen selber im Weg. Ich denke, wir waren die Mannschaft, die versucht hat, über eine Spielkultur, über Passspiel, über eine Strategie den Gegner irgendwo auseinanderzunehmen. Und ja, da muss man über 95 Minuten vielleicht oder 92, die heute dann nur waren, noch mehr Gas geben, den Gegner noch intensiver bearbeiten und dann waren es auch, denke ich, richtig gesagt, zu wenige hundertprozentige
Chancen, die wir hatten, damit du nachher sagen kannst, so ein Spiel musst du einfach gewinnen. Und da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Wir haben jetzt zwei Auswärtsaufgaben, die auch ambitioniert sind. Und da werden wir weiter versuchen zu punkten. Wir haben schon mal 4 Punkte auch als Mitfavorit. Nicht das Optimale, aber auch nicht das Allerschlechteste. Und so werden wir weiterarbeiten. Und hallo! Ja, und den Zuschauern beim nächsten Mal, wenn sie hoffentlich auch so zahlreich kommen, letztendlich auch einen Sieg zu präsentieren. Ich freue mich einfach, was hier möglich ist und dass die Zuschauer, denke ich, auch gemerkt haben, die Jungs wollen, die hängen sich rein und es ist mir immer wichtig, dass man draußen aufnimmt und die anderen Abläufe ist meine Aufgabe, dazu optimieren. Das werde ich machen, ich werde die weiter von mir hertreiben und die dahin bringen, wo wir sie hinhaben wollen und dann wird der Nächste hier kein Problem mitnehmen.